Hier stehen wir vor einem der prachtvollsten Objekte in Lübeck. Mutter des Backsteingotiks, St. Marien von Lübeck. Ein wahnsinniger Bau. Fast 100 Jahre hat man an dieser Kirche gebaut. Sie steht hier mit ihren 125 Meter hohen Türmen auf dem höchsten Platz der Altstadtinsel. Und Lübeck war früher eingeteilt in verschiedene Viertel. Wir haben die Kaufmannsviertel, Handwerkerviertel, Domviertel, Seefahrerviertel. Und jede Viertel gehörte so eine eigene Berufsgruppe, sogenannte Sümpf damals. Und St. Marien gehörte so die Kaufleute, die reichesten von dem allen. Wer hat denn sowas gesehen? Ein Teufel vor einer Kirche. Hier in Lübeck vom St. Marien ist das möglich. Hier sitzt er und wartet schon auf euch, der Teufel von St. Marien. Als man die Kirche gebaut hat, da kam der Teufel vorbei. Er hat mitgeholfen beim Bau. Er dachte, die bauen hier ein Weinhaus. Als es sich herausstellte, es wird ein Gotteshaus, ist er so sauer geworden, dass er diesen riesigen Stein, auf dem wir sitzen, nehmen wollte, gegen die Kirche werfen wollte. Man hat ihn aber dann beruhigen können und versprechen können, dass man unter dem Rathaus gegenüber von St. Marien im Keller sein Weinhaus quasi bauen. Und so ist Ratskeller entstanden und da sitzt der Teufel bis heute noch und nimmt die Seelen von denen, die so viel trinken. Hier im St. Marien gibt es verschiedene Kapellen. Wir stehen hier vor der Gedenkkapelle und als 1942 die Bomben über Lübeck fielen, nachts zum Palmsonntag, und da brannte es in St. Marien. Der Dach von den Türmen ist eingestürzt und so auch die Kirchenglocken. Zwei hat man dort liegen lassen als Erinnerung an diese furchtbare Nacht. Und so liegen die Glocken heute noch hier in St. Marien in der Gedenkkapelle. Schaut euch das mal an, diese Gewölbe im St. Marien, fast 40 Meter hoch. Die Vorbilder damals, das waren die französischen Kathedralen. Man muss sich das auch so vorstellen, der Bibel war damals nicht für jeden zugänglich und so auch diese Wandmalereien im St. Marien. Diese biblischen Ausdrücke, diese biblischen Bilder haben den Leuten damals geholfen. Der Hauptorgel im St. Marien, das ist die Buxtehude-Orgel. Das ist die größte mechanische Orgel der Welt. Und aufgepasst, mit 8512 Pfeifen bläst sie hier die Musik durch die St. Marien. Der Orgel von St. Marien, Buxtehude-Orgel. Damals war der Organist Dietrich Buxtehude hier der Organist in Lübeck. Johann Sebastian Bach, der kam vorbei und er wollte herkommen, um den Orgelkunst zu lernen. Er wollte gerne bleiben, aber dann hätte er die Tochter von Buxtehude heiraten müssen. Sie war ihm leider nicht attraktiv genug und somit ist Johann Sebastian Bach wieder fortgegangen. An die Totentanzkapelle erinnern heute die beiden Totentanzfenster. Es geht ein bisschen darum, dass der Tod, den spielt es keine Rolle, ob man reich oder arm ist, ob man gebildet oder ungebildet ist. Keiner ist sicher vor dem Tod und deswegen sollte man das auch genießen, das Leben. In St. Marien gibt es eine Geschichte über eine Maus. Sie wurde hier in die Kirche verewigt. Ich sage nicht ganz genau, wo sie ist. Die müssen sie schon selber finden.